Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, weil ich finde, es kann so einfach nicht stehen bleiben. Herr Büger, ich weiß nicht, was Sie hier argumentieren. Sie fordern eine Debatte ein, die wir hier doch führen. Wir führen doch diese Debatte, und wir führen sie auf Antrag der FDP gefühlt jedes zweite Plenum. Niemand schränkt Ihre Meinungsfreiheit ein, sondern Sie erzählen uns gefühlt jedes zweite Plenum, warum der Windkraftausbau, Klammer auf, der in Hessen im Moment zum Erliegen gekommen ist, ein Problem ist, warum er dies und das und jenes gefährdet. Und irgendwann finden Sie immer neue Argumente, die Sie dafür anführen. Wir diskutieren das doch. Und wir sagen Ihnen doch, es ist doch nicht so, dass keine Argumente vorbringt. Jetzt haben Sie das wieder gesagt. Wie soll man die Schwankungen der erneuerbaren Energien ausgleichen? Also, es ist doch nicht so, dass wir über die Frage der Grundlastfähigkeit nicht schon zigmal in diesem Haus diskutiert haben. Ja, es ist das Problem, dass die Windkraft und die Sonnenenergie derzeit nicht grundlastfähig sind. Deswegen ist die Frage, wie überbrücken wir das, solange die Speichertechnologien so weit sind. Und Sie wissen doch, dass an den Power-to-Gas-Verfahren und anderen Verfahren gearbeitet wird. Und natürlich haben wir da derzeit noch hohe Verluste. Aber das ist ja auch in dem Fall nicht so dramatisch, wenn man höhere Verluste hat bei diesen Technologien, weil man die Primärenergie ja nicht erst aufwendig abbaggern muss oder gewinnen muss, sondern weil Wind eben zur relativ grenzenlosen Verfügung steht. Das heißt also, die Frage aus die Entwicklung der Speichertechnologien, darüber reden wir doch dauernd. Also, es ist doch nicht so, dass das noch niemand angeführt hätte. Und natürlich ist doch klar, dass wir für den Übergang hochflexible Gaskraftwerke brauchen. Das bestreitet ja auch niemand als Brücke hin zu den erneuerbaren Energien. Das Problem ist nur, dass die Kohlekraft genau diese Brücke nicht ist. Weil der Unterschied zwischen Gaskraftwerken und Kohlekraftwerken ist zum einen der Wirkungsgrad. Hochflexible Gaskraftwerke haben einen Wirkungsgrad von 80 bis 90%, während Kohlekraftwerke, ich weiß nicht, wenn sie gut sind, auf einen Wirkungsgrad von, ich glaube, 38% oder so etwas kommen. Das andere Problem ist, dass sie einfach die Flexibilität nicht haben. Um ein Kohlekraftwerk zum Laufen zu bringen, brauchen sie knappen Tag. Ja, während hochflexible Gaskraftwerke natürlich sehr viel schneller einsatzfähig sind. Das heißt, genau das, was wir brauchen, kurzfristige Ausfälle bei den erneuerbaren Energien, da ist die Kohle genau die falsche Antwort darauf, weil Kohlestrom die Netze verstopft und sie im Zweifelsfall die Windräder abstellen und nicht die Kohlekraftwerke. Und das ist, was wir Ihnen aber auch schon sehr häufig in diesem Haus erklärt haben und worüber wir gerne auch noch einmal diskutieren können. Aber da muss man eben auch gewisse Fakten mal zur Kenntnis nehmen, meine Damen und Herren. Und die größte Gefahr für den hessischen Wald ist nicht das Windrad. Die größte Gefahr für den hessischen Wald ist der Klimawandel. Und ich empfehle dringend einen Besuch beim HALNUG, beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt, Geologie. Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir haben ein Zentrum für Klimawandelfolgeschäden. Besuchen Sie die mal. Ja, die schauen sich das jetzt schon an. Die Frage Dürre, Überschwemmungen, Starkstromereignisse, invasive Arten, da sollte jetzt die AfD aufhorchen. Also, das ist genau das, wo die das ist genau das, woran das Zentrum jetzt schon arbeitet und was sich jetzt schon beobachten lässt, gerade in hessischen Wäldern. Und die größte Gefahr für den Artenschutz ist ebenfalls der Klimawandel. Wenn wir über Windräder reden, dann reden wir über eine Flächenversiegelung im Wald von 0,3 bis 0,4 Hektar. Ja, also das ist eine Größenordnung, die natürlich nicht den Wald in Hessen bedroht. Und da hat der Minister natürlich vollkommen recht. Hessen ist ein waldreiches Bundesland. Wenn wir sagen, im Wald kein Windrad, dann ist die Frage, wie wir überhaupt Windräder und wo wir die ausbauen sollen. Und natürlich ist Wald nicht gleich Wald. Nein, ist es nicht. Es gibt schützenswerten Bannwald. Hat die FDP ehrlich gesagt nicht besonders viel drum gegeben, wenn es um Kiesabbau ging oder um Flughafenausbau. Da war ihnen der Bannwald herzlich egal. Aber den Bannwald gibt es, und er ist schützenswert. Und es gibt sowieso forstwirtschaftlich intensivst genutzte Wälder. Es ist ja nicht so, dass Sie gegen die forstwirtschaftliche Nutzung von Wäldern sind. Also zumindest habe ich Ihre Redebeiträge hier immer anders verstanden, dass Sie den Wald ja schon ganz gerne, ne, Sie wollen ja schon Geld mit dem Wald machen, aber bitte kein Windrad reinstellen. Also von daher, das ist die Gefahr für den Wald, und deswegen müssen wir über den Klimawandel aufhalten, wenn es ernst ist, den Wald zu schützen oder eben die Arten zu schützen. Im Übrigen will ich nur sagen, Hambacher Forst, da ist ja auch ein bisschen Wald weggefallen, da habe ich die FDP gar nicht gesehen bei den Protesten. Also da war der Wald dann noch nicht so wichtig.
Und ein Letztes noch, weil der Minister das 2%-Ziel angesprochen hat. Ja, wir haben das 2%-Ziel, und 98% sind ausgeschlossen. Und das wird langsam zu einem Problem, weil wenn man ein 2%-Ziel hat, aber 1.000 Meter Mindestabstand, wenn man einen Flughafen hat, der den Windkraftausbau einschränkt, wenn man naturschutzrechtliche Einschränkungen hat, dann haben Sie halt die Windgeschwindigkeiten noch von 5,75 Meter pro Sekunde. Das könnte man im Land ändern, ist auch ein Problem und bringt Projekte zum Erliegen. Und dann ist Hessen noch das waldreichste Bundesland, und dann kommen noch Leute und sagen, im Wald aber nicht. Dann sind wir ganz schnell eben nicht mehr bei 2%. Und das merken wir doch gerade. Deswegen finde ich, wir müssten ernsthaft auch diskutieren, ob wir über das 2%-Ziel noch einmal reden. Wenn das 2%-Ziel bedeutet, dass man am Ende eben über 0,9% redet oder über 1% überhaupt nur redet, dann haben wir ein Problem. Und wenn man eben die mageren Ergebnisse des Energiegipfels. Frau Wissler, kommen Sie zum Schluss. Sie haben recht, das tue ich. Die mageren Ergebnisse vom Energiegipfel 2011. Auf die man sich ja mal verständigt hatte, wenn man die heute so infrage stellt, dann finde ich, muss man in der Tat auch darüber reden, ob wirklich 98% der Landesfläche Ausschlussfläche sein können, weil sonst kommen wir mit dem Ausbau der Windenergie überhaupt nicht voran.